Ja. Schönen guten Tag. Kommt zurück. Ich weiß ganz genau, was ihr denkt. In der letzten Folge erzählte nur einen von wegen, er hat Zeitdruck, aber hat dann Zeit für ein Teechen, ne? Das habe ich mir gerade auch gedacht, als ich wieder hier mich hingesetzt habe und gemütlich mein Teechen in Sorte Winterzeit von Teekanne hier hingestellt habe. Habe ich mir auch gedacht, Junge, du Vollidiot. Da war doch was. Du hast doch gleich noch was vor. Ja. Egal, that's how we meet each other again. Ja, jetzt habe ich nämlich nur noch 29 fucking Minuten. Könnte lustig werden, aber wir kriegen das schon hin. So, pass auf. Also, herzlich willkommen. Ne, hallo, schönen guten Tag. Stimme ist nicht besser geworden. Ich hoffe, das funktioniert zu eurer Belustigung. Willkommen zurück bei LES. Wir zocken heute weiter auf Sotfe. Boah, Kelvin. Ich fange echt an, dich nicht zu mögen, ne? Jetzt wollte ich schon, ich bin total durcheinander. Jetzt wollte ich schon einen Schluck aus meinem Tee nehmen und das Säckchen ist noch nicht mal durch. Ja, genau, so. Wir haben in den letzten Folgen historischen Fortschritt erzielt, würde ich mal sagen. Ich find's kacke. Okay, finde ich doch nicht kacke. Ich wollte gerade sagen, ich find's kacke, dass er die Markierung jetzt nicht wegmacht. Von mir aus könnte der die gerne wegmachen, wenn wir es endlich schaffen würden, hier so einen blöden GPS-Sender hinzuwerfen, von denen wir mittlerweile 3 haben. Aber ist okay, Mann. Dann mach es nicht so. Ich würde mir das total gerne hier mit so einem Ding hier markieren. Einfach ein Herz drauf droppen, weißt du? Einfach richtig schön hindroppen. Aber funktioniert leider nicht. Junge, wirf das hier hin. Das Ding ist, du drückst G. G ist die international universal bekannte Scheiße. Stimmbruch. Die im ganzen Universum bekannte Taste für Sachen droppen. Das wird euch jetzt nochmal hier die Dingens, die Tastenbelegung beweisen. Nämlich mit... Moment. Warte. Da ist G. Steht für fallen lassen. G wie G-Unit. Fallen lassen für fallen lassen. Und trotzdem geht der Bums nicht. Oder hat er das jetzt fallen gelassen? Hat er natürlich nicht. Er hat es wieder zurück in sein Köfferchen getan. Naja, egal. Kanal. Wir ziehen weiter. Pass auf. Soll ich direkt dahin? That's the question, isn't it? Oder soll ich zur Base? Kurz. Nö. Wir haben vor, wir haben doch alles, oder? Guck mal, nimmst du nochmal hier so ein Schlückskin raus? Warte mal, dann nimm das nochmal in der Hand. Ja, ne, das ist die falsche Taste gewesen, auf jeden Fall. Habe ich das nicht auch belegt gehabt? 0. Achso, ja, okay. Das macht vielleicht auch Sinn sogar irgendwie, ne? So, komm, kannst du das nicht öffnen? Hier. So, dann kann ich mal eben wieder hier mein Säckchen entfernen. Winterzeit von Teekanne. Kann ich nur empfehlen, den Shit. Letzte Folge hatte ich ja sogar 2 Teabags in einer Tasse. Das war Winterzeit gemischt mit, also der andere Bag war, wie hieß der nochmal? Spanische Orange, auch von Teekanne. Ich werd ein richtiger Tee-Fan, ey. Auf den scheißen wir mal. Soll ich noch irgendwas essen? Nein, brauchen wir nicht. Na ja, komm. Machen Auslauf wohl. Wir haben ja genug Essen. Was soll der Geist? Junge, meine fucking Stimme, Alter. Sick den Lahn. Also das Ding ist, ich versuche halt jetzt wieder so, als der Teilzeitwissenschaftler, der ich ja nun mal bin, versuche ich jetzt wieder rauszufinden, woran das liegt. Weil eigentlich, ich... Junge, halt die Fresse. Weil eigentlich, ich habe keine Halsschmerzen mehr. Nur beim Schlucken, wie gesagt. Nur beim Schlucken. Aber so jetzt gerade so merke ich gar nichts eigentlich, wenn ich rede. Und ich bin auch der Meinung, ich merke nicht, wenn ich jetzt Schleim im Hals habe. Normalerweise merkst du das ja.
Aber also du merkst es sowohl an deiner Tonlage natürlich, ne, an dem, was vorne rauskommt, als auch an dem Gefühl vom Sprechen. Und jetzt gerade merke ich das nur an der Tonlage. Also ich merke es dann nur, wenn es soweit ist. Und selbst dann sage ich nur zwei, drei Wörter mehr oder zwei, drei Sätze mehr, um sicher zu gehen. Ist der Junge, hörst du das jetzt wirklich so? Ist das jetzt real? Und mir ist wieder kalt. Mir ist wieder kalt und ich bin nass. Junge, leck mich an ne Gosch, Alter. Wieso ist das so wechselhaft? Und wieso habe ich einen Part weniger Rüstung, Mann? Boah, ey, jetzt ist halt, weil das Ding ist ja, also ihr wisst ja, wir haben in der letzten Folge eine Keycard gefunden, die erste. Und gemäß der Benennung dieser Keycard gehe ich davon aus, es gibt mehrere Keycards. Weil wir haben jetzt die Wartungskeycard gefunden. Junge, hast du mich ein bisschen erschrocken, mein Freund. Ja, und jetzt fängt nämlich die Thematik an mit, wo passt die Keycard rein? Verstehst du? Which means, im allerworst case werde ich hingehen müssen und einfach nochmal jeden Scheiß abklappern müssen, der halt mal irgendwie, irgendwo, irgendwann mal gewesen ist. Und darauf haben wir ja gar keinen Bock. Wobei mir tatsächlich, ich hatte so eine Epiphanie, als ich gelesen habe, Wartungsschacht-Keycard. Ihr erinnert euch, auf der anderen Seite der Insel war. Ach, scheiße, hier ist der Versorgungsschacht. Ach, leck Arsch. Aber hier braucht mir eine Keycard. Oh, hier können wir rein. Hier können wir das erstmal testen, ob der hier rein muss. Auf der anderen Seite der Insel war so ein Bunker. So ein in den Boden eingelassener Bunker quasi. Und das kam mir sofort in den Kopf geschossen, als ich gelesen habe, Wartung, weil der sah nach Wartung aus. So einfach von der Aufmachung her. Und das, ich meine, da lag auch eine Leiche vor, die eben auch so ein aussah wie jemand, der halt Wartung machen würde, aber dann weitergedacht, ja, so eine Leiche liegt vor jedem zweiten Baum, Alter. Also ist das eigentlich auch schon wieder Quatsch, aber ich versuche halt nur irgendwie irgendwas rein zu spekulieren, ne? So, hier können wir nochmal ordentlich looten. Weil hier dürfte ja auch alles wieder respawned sein, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, hier, zack, 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 zack. Nimm alles mit, die Scheiße hier. Ja, da sind wir auch schon wieder voll mit dem Müll aus da. Fleisch, Energieriegel. Hier sind wieder Pfeile, ne? Aber da dürfen wir auch voll mit sein. Aluhol will er nicht. Oh, boah, warte, warte. Bevor wir jetzt den Augenblick der Wahrheit haben, ob die eine Keycard direkt in den ersten Schlitz passt, den wir versuchen, werden wir rausfinden. In 3, 2, 1. Ist das Lack oder gibt es nur eine? Oh, total nervös. Habe ich nicht mitgerechnet, ehrlich nicht. Also hier ist Botanik, ne? Das wäre eine krasse Indoor-Zucht hier, ey. Hier läuft auch noch der Generator. Eine Pumpe ist das. Krank, Mann. Das ist alles auf Selbstversorger springen. Alles auf Selbstversorger. Also ich sehe bis jetzt hier keine bedenklichen Gegner. Nur die hässlichen Dreckskinder, ey. Alter, ey, wenn ich eure Mutter wäre, ich würde euch nicht vor die Tür lassen, ey. Damit das klar ist. Ich sehe irgendwie Loot. Ich gucke hier die ganze Zeit durch die Gänge durch. Aber ich sehe kein Loot, ne? Ich meine, boah, ey, wäre ja voll krass, wenn man das jetzt auch für seinen Vorteil benutzen könnte, weil man kann ja pflanzen. Also es gibt ja Pflanzen in dem. Junge, der war schwarz. Der war schwarz. Habe ich erst gedacht. Aber das war wohl nur der Schatten. Ich höre hier noch einen rumwatscheln eben. Der kommt mir gerade gleich wieder in den Nacken gesprungen. Ja, da wäre es fast so weit gewesen. Okay, hier haben wir nochmal genau den gleichen Raum. Da stecken aber Pfeile diesmal. Ey, hey. Kann ich was für dich tun noch?
Alter! Okay, jetzt hagelt es hier geilen Shit, Mann. Wir haben eine Armbrust. Was? Und wieso ist hier Darth Vader? What the fuck, da läuft jemand. Oh Gott, da ist eine Mutti. Die atmet so wie Darth Vader, ist mir noch nie aufgefallen. Krass. Junge, mach dich doch nicht lächerlich. Pack mal den Leiter weg, Alter. Guck mal, wir können direkt mal die Armbrust testen. Warte mal, ich würde mal gerne einmal geguckt haben, wie viel Schaden die macht. Aber ich habe keine Relation an Fernkampf tatsächlich. Was machst du hier? Also, okay. Kopf oder Arsch? Arsch, haben wir gesagt. Hat er das gespürt? Okay, das war nicht Arsch, aber Knie, und das hat ihm auf jeden Fall wehgetan. Der ist aber verwirrt. Der hat definitiv zu viel Zeit hier unten verbracht. Ich gehe mal stark davon aus, wir können die Armbrustpfeile wieder aufpicken. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verschwenderischer damit. Aber ich glaube, das macht ihm Schaden. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, hat der bei Hits mit dem Speer jetzt nicht so reagiert. Also, wenn er nicht gerade zusammengeknackt ist, hat der da eigentlich gar nicht reagiert, oder? Auf die Hits. Und der reagiert auf jeden einzelnen Hit. Warte mal. Was ist denn hier noch? Ach, das ist ein Kind. Junge, jetzt ist der einfach wieder völlig beschwerdefrei weggegangen, oder was? Was ist mit ihm los? Ah, guck mal, und die können wir sowieso aufpicken. Der läuft die Wache. Und der weiß nicht mal warum. What the fuck? So, gib nochmal die Armbrust. Wo ist die denn? Ist die im Koffer oder was? Oh, sick doch in den Laden. Wo ist die scheiß Armbrust jetzt? Da oben. Mein Gott. Da war ich mal wieder ein bisschen blind. Aber hat keiner gesehen. Jetzt wird dunkel. Das ist nicht so cool. Hier sind überall welche. Also der Typ hat sich auf jeden Fall noch gewehrt, als er noch einen Puls hatte. Ja, okay. Jetzt ist auf einmal wieder hier komplette Darkness. Wieso atmet das Vieh wie Darth Vader? Das wäre mir doch vorher schon aufgefallen. Da ist es. Ich habe noch nie eine Armbrust geschossen, ne? Muss man da... Also die Bolzen fliegen doch extrem schnell, oder? Da muss man nicht einen Weg einberechnen, wie beim Pfeil, oder? Boah, okay. Ich glaube, Armbrust ist heftig. Ich glaube, Armbrust ist heftig. Also ich meinte so die Einschlagverzögerung, weißt du? Dass man so, ich sag mal, so 10 cm je nach Distanz vor dem Ziel zielen muss oder so. Aber ich glaube, die macht heftig Schaden. Wie oft haben wir die jetzt getroffen? 4-mal. Tot, ne? Krass. Ich glaube, die Armbrust ballert, ey. Ballert, Bruder. Genau wie mein Teechen, Brudi. Also, ich war voll, ne? Ja, ich war voll mit Armbrust, glaube ich. Dann gehen wir weiter. Aber warte mal. Ohne Scheiß, die Armbrust ist mir das echt wert, dass wir die uns belegen. Wie viele Pfeile habe ich? Oder Bolzen? Kohlefarbe, Armbrust, Bolzen. Was stand da jetzt? 15. Oh, mehr kann man davon nicht tragen. Okay, schade, ey. Ich würde die gerne belegen. Machen die mal auf 7. Ich glaube, da war noch nichts. Falls doch, Pech. Und nicht schon wieder Wasser, ey. Ja, gut, da hinten ist voll am Blitzen. Voll intelligent, dann im Wasser zu sein. Ehrlich. Würde ich auch so machen. Ja, gut. Ich
Also es ist hell, aber ich sehe nichts. Es ist hell, aber warum... Ach nein! Junge, pack die Lampe weg. Ja, ich muss jetzt einmal Ich will dir die Batterie nicht aufbrauchen. Da verbrauche ich lieber den Rebreather. Weil wenn wir tauchen, packt er die Lampe so weg. Ich konnte die jetzt einfach nicht mehr... Also, warte mal. Er zieht die halt wieder, ne? Es ist so dreist. Ich kann halt jetzt auch Inventar nicht öffnen, dass er die wegpackt. Kann ich leider nehmen, auch nicht. Ja, das haben sie auch wieder clever gemacht, ne? Durchdacht, durchdacht. Und dann ist hier noch ein Raum. Selbstverständlich. Also, das geht mir hier viel zu weit mit dem Wasser. Hier ist immer so ein Nebenraum. Da vorne braucht man wieder eine Keycard. Hier sind Seile. Ne, das sind Kabel. Ja, wir wasten gerade komplett Batterie. Oh, hier geht's hoch. Junge, pack! Ich raste so aus, dass man das nicht wegpacken kann, Mann. Pack es weg. Nicht kombinieren, nicht ausrüsten. Abrüsten, Alter. Wie geht das? Du kannst echt nur den Leiter nehmen und dann L drücken. Ist das schlecht, ne? Und pack den Rebreather weg. Boah, das sind definitiv nur so Sachen. Müsst ihr dran arbeiten, Eddie. Kann mir einer plausibel erklären, warum der jetzt wieder die Taschenlampe gezogen hat? Der voll spast. Alles gut? Oder willst du nochmal die Maglite ziehen? Spaß dir. Hier ist safe. Was ist denn hier? Hier bewegt sich voll viel. Oh, okay. Das sieht mir wie so eine Art Testraum aus. Keine Ahnung, wo die vielleicht irgendwelchen Insassen was zum Experimentieren gegeben haben. Und die sind dann alle geturnt. Die haben sich alle verwandelt. Hier haben wir noch einen Drink. Was ist hier noch? Hier lag eine E-Mail, glaube ich. One more artifact. One more of artifact too. Think they are related to the cube. Also eine Info mehr zu Artifact 2. Denkst du, die sind im Zusammenhang mit dem Cube, mit dem Würfel? Noch eine Keycard. VIP-Schlüssel. Ey, die ist von Virginia. Virginia Pafton. Alter, okay, jetzt habe ich gerade... Ich bin komplett jetzt am Überlegen. Also eine VIP-Card von Virginia wird es wahrscheinlich nur einmal geben und das ist nämlich Virginia. Also die hat dann Virginia. Also die Frage ist, war jetzt Virginia hier drin, hat die Keycard extra hier abgelegt, als sie vielleicht irgendwie die Aufnahmen oder hier den Artikel oder so gesehen hat? Wild Story Plane Crash, Survivor Claims Pharmaceutical Company Experimenting on Mutated Human. Also wilde Story. Flugzeugabsturz, Überlebender behauptet, pharmazeutische Company, also das ist irgendeine pharmazeutische Firma experimentiert rum mit mutierten Humans, mit mutierten Menschen. Ey, Junge, aber heftige Scheiße, Mann. Vor allen Dingen, weil ich denke jetzt auch, wir haben, also da ist von Virginia, das ist die Tochter von dem CEO gewesen. Und das ist doch wahrscheinlich schon die krasseste Clearance, die du so haben kannst. Also die krasseste Karte, die du jetzt im Besitz haben kannst. Wobei vielleicht der CEO noch eine Stufe krasser wäre. Aber Virginia wird wahrscheinlich auch zu fast allen Zugang gehabt haben, ne? Aber wie gesagt, die musst du ja gehabt haben. Du gehst ja nicht hin, druckst so eine Karte, wenn die schon drei Arme, drei Beine hat und in der Wildnis rumrennt. Sondern du gehst hin, als sie wahrscheinlich nur human war. Komplett. Ja, ich probier's, ne? Will ich's probieren? Ja, ich probier's. Geil.
Komm rein. Alter. Nimm. Warum zückt der die verfickte Taschenlampe jetzt immer? Was eine Anlage, Mann. Also hier haben sie auf jeden Fall gekämpft. Found the Puffton Family. Ja. Good one. Good one. Nice one. Komm. Wir können aufhören. Okay, ich dachte, das wäre mehr. Junge, es ist ja noch um ein tausendfaches mehr creepier, wenn die Anzüge anhaben. Okay, safe. Ich sollte härtere Waffen einsetzen. Und es ist komplett scheiße, dass ich keine Ausdauer habe. Komplett. Ich muss erstmal gerade ein bisschen in Sicherheit kommen. Ey, zieh dir das mal eben ganz schnell rein. Wegen aus, ja, und die ziehen mir richtig. Die gelten als Bosse, die müssen als Bosse gelten. Gehe ich mal stark von aus. Okay, wir haben ein Problem. Ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, mich zu preparen. Okay, die sind auch nicht so unendlich dumm, dass die hier rausgelaufen kommen. Da kommt mir direkt wieder Fernkampf in den Kopf. Weil vielleicht haben die tatsächlich hier eine Sperre, dass die hier überhaupt nicht hinkommen. Nur wieso zückt er jedes Mal die scheiß Taschenlampe? Junge, ich habe 1000 Fragen im Kopf. Ich würde sagen, wir besiegen die erstmal und dann suchen wir nach Antworten. Armbrust, Molly, Zeitbombe. Ich würde sagen, guck mal, der steht hier gerade so passend. Also ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit da steht. Ich werfe jetzt einfach mal hin. Ah, jetzt ist er natürlich im letzten Moment echt weggerannt, oder was? Spasti, ey. Renn doch nicht weg, wenn eine Zeitbombe kommt. Das ist keine Eier, oder was? Er zückt die Taschenlampe. Junge, ihr seid so creepy in den Arsch geworfen, Perle. Okay, ich glaube, die ist festgebackt. Weil die werden so programmiert worden sein, dass sie hier nicht raus können. Nicht rein können. Aber die ist jetzt durch so einen komischen Move hier reingesprungen. Und ich glaube, die ist jetzt einfach vollkommen überfordert. Ich wollte gerade sagen, deswegen greife ich auch nicht mehr an. Aber tut sie dann doch. Ja, jetzt hat sie ihn nicht festgebackt. Guck mal, er steht da einfach. Bleib mal genau so stehen. Okay. Frisst er einfach weg, ne? Aber er steckt auf jeden Fall. So getroffen habe ich ihn. Er ist schon mal down. Aber er hat auch eine Zeitbombe aus nächster Nähe abbekommen, ne? Kannst du bitte... Boah, heftiger Skill! Oh, die ist im Wasser. Okay, ich dachte, die überlebt nicht im Wasser. Man würde meinen, zu dem Stand des Spiels habe ich krassere Waffen als einen verdammten Holzspeer. Ich will ja mal mit der Axt eingeben. Das müsste doch eigentlich auch deftig Damage machen. Komm ran, Perle. Zieh dich nicht so. Aber die hat einen Molly abbekommen, ne? Aber ich glaube, Molly macht... Molly macht nicht so viel Damage, ehrlich gesagt. Warte, komm mal her. Ich habe nochmal anderes, was Damage macht. Okay, du auch. Ja, habe ich verstanden. Bleib mal da. Hier. Spiel mal damit. Nutte! Genau dann rennt die weg. Weißt du, was ohne Ironie in sich ist? Wieso? da finde ich aber auch echt geil. Achtung, eine Zeitbombe. Eine Zeitbombe. Nee, warte mal. Jetzt habe ich mich, vertan. Nee, vergesst das. Ich hab völlig umsonst gelacht. War dumm. So, Perle. Okay, also erstmal geil, wir können die looten.
Wir können sie looten. Die geben Mutantenrüstung, gehe ich mal von aus. Tatsächlich. Zweitens, wir haben vorhin das Ziel erreicht, dass wir die finden sollen. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand, aber die Paften. Irgendwo im Paften stand da. Also die Familienname ist ja Paften. Paften Family oder so, ich weiß nicht. Waren die das? Und Virginia Paften ist ja logischerweise die Tochter. Waren das jetzt die Eltern? War das jetzt der CEO, der Typus? Der Typus Carius Practus? Viele Fragen, wenig Antworten, ne? Oh, fuck. Okay, passt noch. Kurz an die Zeit gedacht. Mehr ist hier nicht. Ah doch, warte mal, da, die Scheiben sind ja jetzt kaputt. Aber warte mal, lass mal erstmal nochmal hier alles looten. Ich weiß nicht, wie viel Scheiße man von diesen Speckwürfeln tragen kann. Junge, wie geil die Mutti hier liegt, Alter. Die liegt auf jeden Fall so, als hätte die ein bisschen zu viel getrunken. Richtig voll, ey. Was ist mit dem fucking Stuhl gewesen? Unheimlich. Ja, warte mal, die waren... Ach so, guck mal, hier geht's dann in eine Höhle. Ach, hier war Wasser. Und die waren dann selbst... Die waren ja hinter der Scheibe. Hier kann man dann vermutlich wieder tauchen, ne? Ich schwimme erstmal die Oberfläche gerade ein bisschen ab. Ich will mir ein Bild davon machen. Okay, aber hier ist nicht wirklich was. Hier geht's dann unten lang. Ich vermute... Oh, hier gibt's zwei Wege. Scheiße. Ich vermute, wir kommen hier raus bei einem der Wege. Bei dem anderen wird man vermutlich eine Waffe finden, gehe ich mal fast von aus. Oder? Oder vielleicht irgendwas anderes Wichtiges. Oder man wird auch in irgendeine Scheißhöhle kommen, wo man richtig weggebumst wird. Ist auch eine Möglichkeit. Will ich nicht ausschließen. Ich schätze, das war der Scheißweg. Jo, das war der Scheißweg. Ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr hier einfach in das Wasser gerannt kommen würdet. Weil da habe ich am wenigsten Probleme mit euch. Ja, genau. Genau so. Oh, du kannst hier stehen. Das ist scheiße. Dann. Dann. Ich habe keine Zeit für eure. Für eure Scheiße, Mann. Mann! Du kannst nicht ins Inventar. Ist das Kacke? Stehe ich nicht? Wieso stehe ich nicht? Gerade stand ich hier. Ich kann nicht ins Inventar und irgendwie mal endlich eine verdammte Zeitbombe nehmen. Verpiss dich. Ich hätte Granaten nehmen sollen, weil die kann ich jetzt einmal werfen. Nö, noch nicht mal. Kann ich noch nicht mal einmal werfen. Die packt da direkt weg, sobald er wieder einmal im Wasser war. Hauptsache er hält die Flashlight. Okay, da ist es ein bisschen wehgetan. Aua. Hier. Ruhe jetzt. Einer down wenigstens. Pissi. Hier. Ja, Batterie leer. Dankeschön. Oh, guck mal, man kann Schaden machen mit Granaten, wenn man die direkt trifft. Interessante dabei ist, die bleiben stehen kurz. Oh, das ist heftig. Das ist nützlich. Das ist ein nützliches Wissen, ey. Erstmal die... Och, Junge, loote es doch. Besser oder... Wo höre ich Schritte? Alter, wo bin ich? Auf einmal. Hier. Und ich muss auch ganz dringend pennen. Ganz dringend pennen. Kam ich jetzt daher? Ja, da kam ich her. Ah, das sieht hier noch abenteuerlicher aus, Mann. Ja, schön. Ich bin fast geneigt, nochmal zurückzuschwimmen. Und den anderen Weg erst zu erkunden.
Tatsächlich. Nein. Nein. Boah, die Flashlight und ich, wir wären keine Freunde. weil ich gehe fast davon aus, das ist der Weg, mit dem man rauskommt. Das ist sowas wie der Notausgang, weißt du? Ja, hier geht's nämlich wieder weiter. Scheiße. Scheiße. Pass auf, Leute, da wird es eine Enttäuschung für euch sein. Aber ich mache hier Schluss. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen unter Zeitdruck. Jetzt gleich geht auch der Wecker. In genau 2, 1. Dankeschön. So. Schnauze. Genau. Also wir speichern hier. Ich mache hier Schluss. Und wir werden uns dann hoffentlich alle morgen wiedersehen. Mach mal Outro hier eben rein. Schon mal so. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich gehe jetzt auch eben pennen. Damit wir gepennt haben und die das Penn-Dingen voll haben. Nein, hier sind Gegner. Bitte kommt nicht. Okay, kommt nicht. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Speichern. Alles klar. Danke, Leute, dass ihr da wart. Wir hören uns morgen hoffentlich.